Und wenn sie einfach die Waffen auf den Boden legen würden, ja. Wäre es jetzt vorbei. Jetzt in der Sekunde. Einfach warum? Verdammt doch mal, warum? Wir könnten es so schön haben. Wenn ihr sowas lest, also die Welt steht in Flammen, ein durchgeknallter, wahnsinniger, paranoider Diktator erhebt territoriale Ansprüche wie ein aus der Zeit gefallener Zar. Wie geht's euch dabei? Seit Corona habe ich mir abgewöhnt zu sagen, das wird eh nicht passieren. Also ich bin mein ganzes Leben lang aufgewachsen, Jogi Löw, Merkel. Es war immer wirklich, man hatte, während andere Länder Krieg geführt haben, haben wir hier über Oliver Pocher und irgendwelche TV-Quoten geschrieben und wir hatten ein Sommerloch mit irgendwelchen Nadelsachen, damit man irgendwie eine Tageszeitung füllen kann mit 4 Buchstaben. Muss ich mir mal vorstellen, dass sich das Krieg immer noch bedeutet, dass sich irgendwelche fremden Leute abknallen, weil einer das befiehlt. Und